Ich habe wirklich nicht gedacht, dass ich mich nochmal mit diesem Typen beschäftigen muss. Wo sind denn die Beweise? Ja, die Beweise habe ich Ihnen gezeigt. Das sind die histologischen Schnitte. Die können Sie noch nach 100 Jahren angucken. Kein einziger Pathologe, außer natürlich den Anwesenden, und hat die Einladung angenommen, sich die Sachen mal anzugucken. Hallo, liebe Zuschauer, ein alter Bekannter, Herr Burkhardt, ist wieder da und er hat sensationelle Neuigkeiten zum Thema Impfnebenwirkungen mitgebracht. Ich denke, ich muss ihn euch nicht vorstellen. Inzwischen dürfte ihn jeder von euch von seiner Pressekonferenz kennen, die er Pathologenkonferenz nannte und damit gewissenhafte Pathologen sehr verärgerte. Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass er einfach leise verschwindet und langsam einsieht, dass er sich irrte. Aber nein, er ist wieder da und behauptet Falsches, zeigt uns komische Bilder und stellt eine bahnbrechende neue Untersuchungsmethode vor, die am Ende etwa so effektiv wie Kaffeesatzlesen ist. Die beiden haben den Stein ins Rollen gebracht mit ihren Untersuchungen in Deutschland und weltweit. Und was heißt den Stein ins Rollen gebracht? Nun, Professor Burkhardt, Professor Lang waren die ersten Wissenschaftler, die Gewebeproben von Verstorbenen untersucht haben, die im Verdacht standen, an den Folgen der sogenannten Impfung gestorben zu sein. Und schon die ersten Proben zeigten, wenn ich da richtig informiert bin, dass sie auf der richtigen Spur waren. Wir fangen also gleich mit einer Lüge an. Der einzige Stein, den diese beiden Herren ins Rollen gebracht haben, lag auf dem Bürgersteig auf dem Weg zum Skatclub. Sie haben Zweituntersuchungen an Proben durchgeführt, die von anderen Pathologen angefertigt und bereits beurteilt wurden. Es wäre mir neu, dass jemand mit inoffiziellen, mehr als umstrittenen Zweitmeinungen trotzdem der Erste weltweit sein könnte. Aber bevor wir uns das Video weiter angucken, möchte ich euch eine gute Nachricht mitteilen. Dieses Video wird kein einziges Mal durch irgendeine Werbung für komische Produkte unterbrochen. Ich habe endlich einen Sponsor gefunden, der etwas Sinnvolles anbietet und bereit war, dieses Video zu unterstützen. Um gegen Unsinn zu kämpfen, muss man selbst sehr gut informiert sein und ein breit gefächertes Wissen zu erlangen und vor allem up-to-date zu bleiben, ist sehr schwer. Ich habe früher gerne und viel gelesen, aber mit einem kleinen Kind, Vollzeitjob und einem YouTube-Kanal nebenan habe ich einfach keine Zeit mehr. Ich bin deswegen froh, Blinkist gefunden zu haben. Blinkist bietet mehr als 5000 Sachbücher und Podcasts, darunter aktuelle Bestseller in unterschiedlichsten Kategorien in verkürzten Form zum Lesen oder Hören an. Ihr solltet euch keine kurze Zusammenfassung von Büchern vorstellen, sondern liebevoll gemachte Audioinhalte, ganz so, als würde euch ein Freund über ein Buch berichten. Blinkist ersetzt das Lesen nicht, kann aber dabei helfen, tolle Ideen zu finden oder ganz neue Perspektiven kennenzulernen. Man kann auch neue Bücher finden, die man vielleicht doch lesen will. Ich habe auf der Fahrt nach Berlin zur Verleihung des Facts Heroes Awards gerade zwei Titel angehört. Der Drache in meiner Garage von Carl Sagan und Die Verzauberung der Welt von Ernst-Peter Fischer. Von Carl Sagan habe ich gelernt, wie man Wissenschaft und Glauben vielleicht doch miteinander vereinbaren kann. Das Buch von Ernst-Peter Fischer fand ich aber noch spannender. Ich habe einen großen Aha-Effekt erlebt, als er erzählte, wie genau man seine Argumente an das jeweilige Publikum anpassen sollte und wie man trockene wissenschaftliche Fakten interessanter machen kann. Ihr könnt Blinkist 7 Tage lang kostenlos testen und wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt, erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und wenn ihr euch dafür entscheidet, könnt ihr übrigens euren Premium-Plan mit jemandem ohne zusätzliche Kosten teilen. Ihr kriegt also für einen Preis 2 komplett getrennte Konten und könnt miteinander eure coolen Entdeckungen einfach teilen und gemeinsam schlauer werden. Vielen Dank an Blinkist für die Unterstützung dieses Videos und lass uns weitergehen. Ganz kurz, es wandten sich einfach im März letzten Jahres vermehrt Angehörige an Pathologen und baten und
hatten die Vermutung, dass der Tod eventuell nicht natürlich, sondern mit der Impfung zusammenhängt. Und die meisten oder ja, fast alle Pathologen haben das abgelehnt. Und so kam man an mich und ja, zunächst habe ich gedacht, also Second Opinion, also nochmal raufschauen, das ist in der Pathologie ja durchaus üblich, bei Autopsiefällen eher selten, aber bei Biopsiefällen ja die Regel. Und da habe ich gesagt, na gut, ich gucke mal drauf. Und dann war es eben wirklich so, wie Sie eben sagten, schon nach den ersten 5 Fällen wurde mir klar, dass es ein sehr komplexes und sehr beunruhigendes Bild histologisch zu finden ist. Ich habe seine Pathologenkonferenz bereits in diesem Video auseinandergenommen und möchte mich nicht wiederholen. Mir ist aber gerade noch etwas eingefallen. Ist es nicht sensationell, dass jeder Mensch, der dachte, dass sein Angehöriger eine Komplikation hatte und bei Herrn Burkhardt eine Zweitmeinung einholte, auch recht hatte? Herr Burkhardt hat ja in fast jedem Fall etwas Beunruhigendes gefunden. Was für ein Zufall, dass all die Proben, die bei ihm angekommen sind, tatsächlich die richtigen waren. Wir haben dann das fixierte Restmaterial bekommen und konnten daraus eben Schnitte machen und die beurteilen. Und neben den Obduktionsfällen haben wir dann auch inzwischen 15 Biopsiefälle bekommen, von denen ich auch einige zeigen werde. Und das wird in Zukunft von größerer Bedeutung sein. Zwei Sachen. Sie haben Restmaterial untersucht. Damit haben Sie angeblich den Stein ins Rollen gebracht. Und Sie haben jetzt 15 Biopsiefälle? Oho, Sie arbeiten also weiterhin mit riesigen Zahlen und können sicherlich hochsignifikante Ergebnisse präsentieren. War natürlich, und deswegen mache ich auch den Kollegen, die hier bestimmte Dinge übersehen haben, gar keinen Vorwurf. Es ist eben so, wir haben hier ein toxikologisches Problem vor uns und nicht ein einfaches sozusagen medizinisches Problem. Und toxikologische Probleme gehören eigentlich in die Rechtsmedizin, nur die untersuchen eben den Magen oder die Gewebe oder Körperflüssigkeiten. Aber hier ist ein Gift ja am Werke, welches vom Körper selber gebildet wird. Das heißt, man muss tatsächlich nach diesem Gift in den Geweben suchen. Und er sagt also, dass die meisten normalen Pathologen deswegen nichts gefunden hätten, da es sich um ein ganz spezielles toxikologisches Problem handeln würde. Die Toxikologie beschäftigt sich mit Giften und Vergiftungen. Aber Herr Burkhardt, nur weil Sie das Spike-Protein als Gift bezeichnen, ist das doch noch lange kein Gift. Genauso wie eine Sepsis, eine Blutvergiftung, kein spezielles toxikologisches Problem ist. Wenn ich Autos ab morgen als Orange bezeichnen würde, würden diese nicht an Baum wachsen, Herr Burkhardt. Es ging außerdem nie darum, dass andere Pathologen nichts gesehen hätten. Sie haben sehr wohl Veränderungen gesehen. Sie haben diese aber anders bewertet als er. Er fasst auf seiner nächsten Folie die wichtigsten Befunde zusammen. Diese sind nicht neu, wir kennen sie schon von der Pathologenkonferenz. Spike-Proteine überall, Zerstörung kleinster Gefäße, Blutgerinnsel und angebliche Fremdkörper. Das alles haben wir schon im ersten Video ausgewertet. Aber eine Neuigkeit kam doch noch dazu. Herr Burkhardt hat inzwischen auch UFOs gesehen. Schon drauf eingegangen, dann speziell, und das hat uns gerade in den letzten Wochen und Tagen beschäftigt, das sind die ja zunächst von uns als unidentifizierte Körper bzw. Depositen eingeordnete Befunde. Das Problem scheint also immer größer zu werden. Man wundert sich langsam, dass überhaupt noch jemand am Leben ist. Er zeigt wieder ein paar Bilder von angeblichem Fremdmaterialien in unterschiedlichen Gewebeproben, die beim Laienpublikum wieder ganz gut ankommen. Aber Leute, bitte denkt mal nur ein bisschen nach. Wäre es nicht viel einfacher gewesen, ein paar Ampullen Impfstoff zu besorgen und nachzugucken, ob irgendwelche Fremdmaterialien, Metallteile oder Graphenoxid drin sind? Warum muss man erst in Gewebeproben etwas suchen, um dadurch indirekt zu beweisen, dass die Impfstoffe verunreinigt gewesen seien? Ich weiß doch,
Es gab schon Leute, die behaupteten, dass in den Ampullen alles Mögliche drin sein sollte, aber das war auch super einfach zu widerlegen. Das hier ist schon etwas schwieriger zu debunken. Herr Burkhardt könnte ja immer behaupten, dass genau diese Chargen, die diesen Menschen verabreicht wurden, verunreinigt waren. Das waren nur bestimmte Ampullen und die kann man nicht mehr direkt untersuchen. Das stimmt zwar, aber in einer Ampulle sind mehrere Impfstoffdosen drin. Wenn eine fehlproduzierte Ampulle so tödlich gewesen wäre, müsste man vermehrte Todesfälle unter den Menschen merken, die aus der gleichen Ampulle geimpft worden sind. Angehörige gehen ja häufig zusammen zum Arzt. Die Chancen müssen daher relativ hoch sein, dass Familienangehörige aus derselben Ampulle geimpft wurden. Er sagte, dass er seine UFOs auch bei lebenden Menschen in Biopsien fand. Man könnte also relativ einfach untersuchen, ob diese Fremdkörper sich tatsächlich auch bei anderen Menschen finden, die Impfstoff aus derselben Ampulle bekommen haben. Das wäre mal sinnvoll und wissenschaftlich. Aber darum geht es ja hier wieder nicht. Aber irgendwas war in diesem Fremdmaterial, was in den Vakuolen ist, was liegen geblieben ist und was resistent war gegenüber der Einbettung. Und ich zeige jetzt so verschiedene Bilder. Also das ist alles mit Formalinpigment nicht kompatibel. Das ist hier ungefärbt. Ich sehe seinen Punkt einfach nicht. Er zeigt uns irgendwelche Bilder, die er selbst nicht versteht, aber er will uns dennoch etwas beweisen? Wie wäre es erstmal mit Verstehen? Warum muss wieder das Laienpublikum entscheiden, was er, der große Experte, selbst nicht versteht? Das ist keine Wissenschaft, das ist Manipulation. Und wir sind dem nachgegangen mit der sogenannten Raman-Spektrometrie. Das ist sehr mühselig, wir stehen ganz am Anfang. Wen sollte das beeindrucken? Denkt jemand wirklich ernsthaft, dass ein anderer Pathologe oder ein echter Wissenschaftler dieses Bild anguckt und ihm vor Staunen seine Augen aus dem Kopf fallen? Nein. Es heißt zwar Ärztesymposium im Bruker-Haus, was übrigens auch an und für sich paradox ist, aber dieser Vortrag ist wieder eindeutig für die Laienpresse. Diese Methode wird überwiegend mit Material Untersuchung verwendet und eigentlich nicht im biologischen Bereich. Ist diese Methode für diese Anwendung dann überhaupt zulässig? Ist sie vertrauenswürdig und zuverlässig? Wissenschaftliche Untersuchungen müssen schon gewisse Standards einhalten. Das klingt für mich eher experimentell. Ja, und dann haben wir hier erste solche Spektren und das Entscheidende ist hier, dieser Peak, das ist das Paraffin. Und hier sind noch schwer identifizierbare Peaks vorhanden. Und das nächste zeigt es nochmal. Hier, also das wird dann vermessen und entsprechend verglichen. Wir sind noch dran sozusagen, aber der Physikochemiker, der die Analyse gemacht hat, ist sich ziemlich sicher, dass es sich um Cholesterin handelt. Oh, na okay. Wenn der ziemlich sicher ist, dann sollte das uns doch genug sein, nicht wahr? Wenn man nicht wüsste, wie traurig eigentlich diese ganze Sache ist, könnte man eine hervorragende Comedy-Show genießen. Guckt euch mal diese Auswertung an. Signal bei so und so könnte das sein oder etwas anderes. Könnte, vielleicht könnte. Ja, das kann man wirklich so zusammenfassen. Ziemlich sicher. Ich würde es aber anders zusammenfassen. Herr Burkhardt und sein Freund, ein Physikochemiker, haben eine für diesen Zweck nicht zugelassene Messmethode ausprobiert und dabei festgestellt, dass in den Proben etwas drin sein könnte. Oder etwas anderes. Oder sind das Messfehler? Niemand weiß es, da unsere Helden eigentlich selbst nicht wissen, was sie genau messen. Es wird aber noch krasser, als er versucht zu erklären, wo diese Cholesterinkristalle herkommen könnten. Hat dann eine Bedeutung, weil wir sind ja dem nachgegangen, wo kann denn das Cholesterin herkommen? Die Mengen, die wir gefunden haben, sind nicht damit kompatibel, dass es aus dem Impfstoff selber stammt. Also es könnte eine Beeinflussung des Cholesterinstoffwechsels sein. Aber wo ist Cholesterin noch? In den atheromatösen Beeten der Gefäße.
Und hier zunächst einmal ein Schema eines größeren, also in dem Fall der Aorta oder eines größeren Gefäßes. Und Sie sehen, dass das Spike hier an zwei Stellen angreift. Einmal schädigt es auch das Endothel natürlich der großen Gefäße und dann bricht die Intima auf. Und in dem Fall kann eben das Cholesterin, was in den adipösen Beten ist, in das Blut gelangen und zu der sonst auch schon in der Pathologie selten beobachteten atheromatösen Embolie führen. Und darüber könnte man gerne ein bisschen mehr erzählen. Eine atheromatöse Embolie entsteht meistens nach Gefäßuntersuchungen oder gefäßchirurgischen Eingriffen. Durch eine direkte Manipulation an den Gefäßen können sogenannte Plaques, die sich in der Gefäßwand befinden und vor allem aus Calcium und Cholesterin bestehen, aufplatzen und unterschiedliche Organe beschädigen. Es ist eine seltene und sehr gefährliche Erkrankung. Der Pathologe sieht dann solche kristallinen Strukturen. Es wäre also gut zu wissen, ob die Patienten, die uns Herrn Burkhardt präsentiert, schwere Gefäßverkalkungen hatten und ob sie einer Gefäßintervention unterzogen wurden. Das könnte nämlich die UFOs vielleicht erklären. Und hier die Bedeckung durch das Endothel. Das sind die berühmten leicht gelblichen Endothel. Atheromatösen Plaques und wenn die eben aufbrechen und durch das Spike-Protein geschädigt werden, dann werden die ins Blut geschwemmt. Es ist kein Zufall, dass atheromatöse Embolien nicht spontan entstehen, sondern durch direkte Manipulation im Gefäß, entweder durch den Chirurgen oder durch einen Katheter. Eine schnelle und starke mechanische Einwirkung kann eine Plaque so aufreißen, dass deren Inhalt ins Blut kommt und weiter transportiert wird. Eine Entzündung reißt aber die Plaques nicht schnell auf. Eine Entzündung bedeutet erstmal Ödem, Schwellung. Die Bedeckung der Plaque wird weich, locker und durchlässig. Wenn Kalk und Cholesterin mit dem Blut in Kontakt kommen, haften sofort Blutplättchen an und es entsteht ein Blutgerinnsel. Es wird nichts ins Blut abgeworfen und weiter transportiert. Diese Theorie ist also offenbar falsch. Das ist also unsere Vorstellung. Wir haben jetzt, der Chemiker hat also reines Cholesterin, das ist so ähnlich wie Salz oder Zucker, hat er bestellt. Das werden wir jetzt einbetten und schneiden und gucken, wie diese Kristalle im Schnitt aussehen. Und ich habe in Wien mit einem Chemiker gesprochen, der sagte, also Cholesterinkristalle könnten ungeheuer polymorph sein. Das heißt, es ist kein festes Muster. Also es könnten durchaus diese Stäbchen förmigen. Ich möchte aber zuvor doch die Frage stellen, was für einen Sinn sollte das ergeben? Ein Chemiker versucht mit einem ungeeigneten Gerät herauszukriegen, ob sie Cholesterin sehen würden. Der postulierte Pathomechanismus ist aber falsch. Ich denke, man müsste erstmal eine sinnvolle Theorie entwickeln, bevor man anfängt, experimentelle Messungen durchzuführen. Außerdem, man sollte die Ergebnisse erst dann präsentieren, wenn man schon weiß, was man überhaupt macht. Und dann kommt noch dazu, was ist, wenn das Cholesterin ist? Was hat das für Konsequenzen? Zumindest ist das unsere Arbeitshypothese. Also ich will das ganz klar sagen, das sind noch keine absolut gefestigten Beweise, aber die Beweise sind natürlich die Schnittpräparate, aber die Interpretation, die steht noch aus. Sie haben also nichts. Der wievielte Vortrag über nichts ist es schon? Fakten gibt es ja keine, aber viele Spekulationen, zum Beispiel auch über Amyloidose. Und tatsächlich konnten wir dann eben diese Kongorot-Deposits nachweisen und damit eine Amyloidose, also eine zumindest der Amyloidose verwandtes Deposits nachweisen. Hier die in der Milzarterie die deutliche Positivität der inneren Wandschichten und des Endothels. Klingt wieder ganz wissenschaftlich, stimmt aber nicht. Er hat natürlich keine Amyloidose nachgewiesen. Eine Kongorot-Färbung alleine reicht zur Diagnosestellung nicht aus. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, werde ich unten einen ganzen Artikel dazu verlinken. Ich möchte davon nur diesen Absatz zusammenfassen. Es gibt Fakten, die darauf hindeuten, dass die histochemische Färbung mit Kongorot unspezifisch ist. Insbesondere wurde gezeigt, dass Kongorot nicht spezifisch für Amyloid ist und auch normale Bestandteile der Haut und Bindegewebe wie Elastin und Kollagen sowie auch Hyalinablagerungen färben kann.
Falsch positive Ergebnisse mit Kongo-Rot können auch in Abhängigkeit der Salzkonzentration auftreten. Ich finde besonders verstörend, dass Herr Burkhardt offenbar weiß, dass das, was er erzählt, nicht so richtig hinhaut. Er versucht, seine initialen krassen Aussagen immer wieder aufzuweichen, aber ich garantiere, das hört der Querdenker nicht mehr. Er sagt am Anfang, dass sie eine Amyloidose nachgewiesen haben. Tatsächlich konnten wir dann eben diese Kongo-Rot-Deposits nachweisen und damit eine Amyloidose. Also dann korrigiert er aber schnell, mindestens etwas, was mit einer Amyloidose verwandt sei. Eine zumindest der Amyloidose verwandtes Deposits nachweisen hier. Und nur eine Minute später gibt er dann zu, dass er eigentlich nicht weiß, was das ist, wird weiter untersucht. Positive Fasern, ob die jetzt wirklich alle Amyloid enthalten, ist, werden wir auch noch weiter elektronenmikroskopisch dann untersuchen. Was soll man dazu sagen? Und ihr habt immer noch nichts gesehen. Es wird immer absurder. Jetzt komme ich zu dem nächsten aktuellen Problem, was uns beschäftigt. Das sind die Klotz. Das sind eben keine Thromben und die wurden ja zuerst bei Leichen gefunden, Leichen, die natürlich einen Kühlungsvorgang hinter sich haben. Was denkt ihr? In welcher hochrangigen Zeitschrift hat Adams seine spannende Entdeckung publiziert? War das vielleicht die Nature oder Science? Es war die Epoch Times. Eine gut bekannte, vertrauenswürdige Webseite hat diese Behauptungen bereits ausführlich widerlegt. Es handelt sich am ehesten um gewöhnliche Postmortem-Koagel, sowas entsteht nach dem Tod und hat daher überhaupt keine Bedeutung. Herr Burkhardt, ich werde den Artikel unten verlinken, Sie brauchen sich nicht weiter bemühen. Und es ist also chemisch jetzt nachgewiesen, dass es keine Blattklotz sind, das ist eigentlich vom Optischen her schon klar gewesen. Unglaublich! Er zitiert wirklich sogar mit einem Screenshot Natural News. Das ist auf dem Niveau von Epoch Times, Zombie News oder Infowars. Und er wundert sich, dass man ihn in wissenschaftlichen Kreisen nicht ernst nehmen kann. Der nächste Fall hat mich aber wirklich komplett baff gemacht. Er zeigt ein Foto, das für jeden praktischen Arzt sofort zu erkennen ist. Das ist jetzt diese Frau, von der Herr Mörz auch schon berichtet hat. Diese 40 Jahre alte Frau, die vorher Marathonrennerin war und auch gut zu Fuß und alles. Die hat also eine Impfung hinter sich gehabt und hatte dann diese extremen Durchblutungsstörungen an den Beinen und Füßen. Und dieses Bild haben wir, glaube ich, auch schon gesehen hier. Wenn man ihr Blut abnimmt, dann bildet sich, also und zentrifugiert, dann bildet sich bei Abkühlung hier dieser Klotz oder wie man das nennen will. Das klingt nach einer echten Horrorgeschichte, nicht wahr? Als ich diese Fallvorstellung anhörte, war ich wirklich sprachlos, da die bewusste Manipulation hier wirklich ganz offensichtlich wird. Es ist eine Blickdiagnose. Es handelt sich um das sogenannte Raynaud-Phänomen. Das Raynaud-Syndrom ist ein Vasospasmus, also ein Gefäßkrampf in Teilen der Hand, kann aber natürlich auch am Fuß auftreten. Als Antwort auf Kälte, emotionalen Stress und verursacht ein reversibles Unbehagen und Farbveränderung, Blässe, Zyanose, Erythem oder eine Kombination in einem oder mehreren Fingern oder Zehen. Gelegentlich sind andere Akren, zum Beispiel Nase, Zunge betroffen. Die Krankheit kann primär sein oder sekundär auftreten. Die Diagnose wird klinisch gestellt, die Untersuchung zielt darauf ab, eine primäre von einer sekundären Krankheit zu unterscheiden. Die Behandlung unkomplizierter Fälle schließt das Vermeiden von Kälte, Biofeedback-Verfahren, Nikotinabstinenz und bei Bedarf vasodilatierende Calcium-Antagonisten oder Prazosin ein. Die Prävalenz liegt insgesamt bei 3-5%. Frauen sind häufiger betroffen als Männer und jüngere Menschen mehr als ältere Menschen. Dieses Symptom kann in Zusammenhang mit ziemlich vielen unterschiedlichen Erkrankungen auftreten, ist aber sehr häufig harmlos. Anstatt das zu erzählen, demonstriert er seine Spielereien mit dem entnommenen Blut der Patientin und versucht ein nicht ungewöhnliches Phänomen so zu beschreiben, als hätte diese Frau ein Alien in ihrem Blut. Ja, und so sieht das aus. Das ist dieser Klott.
Der hat so kleine Auswüchse und man kann denken oder man hat das Gefühl, da wächst er. Das heißt, das ist so ein Phänomen, das man als Self-Assembling-Proteins bezeichnet. Das heißt, die Proteine liegen im Blut und bei Wärme sind sie noch einzeln und wenn sie abkühlen, das sind eben die Kryoproteine dann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht ganz genau weiß, was ein Raynaud-Syndrom oder Kryoglobuline sind. Dann muss er aber ganz bewusst und kalkuliert diese Informationen verschweigen. Der lächerlichste Fehler in diesem Segment ist mir übrigens gar nicht aufgefallen, aber Franzi hat es sofort bemerkt. Hört euch das mal an. Ja, und dann praktisch zellfrei, also es sind keine Fibrozyten oder Blasten, also die dieses Fasergewebe gebildet haben, drin. Er untersucht ja ein Klott, das im Blutplasma entstand. Im Blutplasma. Vielleicht hat nicht jeder von euch gerade im Kopf, was Blutplasma ist, nur zur Auffrischung eures Gedächtnisses. Gut die Hälfte des Blutes, 55%, ist eine klare, gelbliche Flüssigkeit, das Blutplasma. Das Blutplasma selbst besteht zu 91% aus Wasser. Der Rest sind Nährstoffe, Hormone, Mineralien und mehr als 120 verschiedene Eiweißstoffe, Proteine. Diese Eiweiße sind zum Beispiel zur Blutgerinnung und zur Abwehr von Infektionen lebenswichtig. Was es im Blutplasma nicht gibt, sind Zellen. Keine Zellen. Ein paar Erythrozyten können vielleicht dorthin gelangen, aber das liegt an der nicht besonders guten technischen Aufarbeitung. Er sagt aber, dass es in diesem Klott keine Fibrozyten oder Blasten gäbe. Mich hätte es eher gewundert, wenn er Blasten oder Fibrozyten gefunden hätte, da es sowas im Plasma nie gibt. Blasten sind unter anderem im Knochenmark zu finden und Fibrozyten sind feste, unbewegliche Zellen des Bindegewebes. Sie schwimmen nicht im Plasma rum. Keine Erythrozyten drin, also ich habe drei gefunden, aber praktisch keine. Und wir haben dann verstreut Lymphozyten. Warum nun ausgerechnet die Lymphozyten hier reingebacken werden sozusagen und nicht die Erythrozyten, das ist, muss ein Rätsel bleiben. Im Übrigen so ein faseriges Gewebe, was für Fasern das sind, werden wir auch noch weiter heraus. Es ist kein Gewebe, es ist ein Proteinklott. Und warum Lymphozyten? Weil sie das Plasma von den zellulären Blutbestandteilen nicht ordentlich getrennt haben, Herr Burkhardt? Vielleicht deswegen? Vielleicht gibt es kein Mysterium, sondern einfach halbherzige Arbeit mit komischen Maschinen. Also wenn man jetzt wirklich eine Vermutung anstellen wollte, dann könnten das tatsächlich Fragmente auch von elastischen Fasern sein, die sich irgendwie aus den verletzten Gefäßen intima herausgelöst haben. Aber das sind jetzt, wie gesagt, reine Vermutungen. Aber wenn man die nicht hat, kommt man ja auch nicht weiter. Diese Vermutungen sind lächerlich und sie bringen uns definitiv nicht weiter. Fragmente von elastischen Fasern. Was ist das für Käse? Wisst ihr noch, wie er seine Erzählung begann? Wenn man ihr Blut abnimmt, dann bildet sich, also und zentrifugiert, dann bildet sich... Würde man das Blut zentrifugieren, werden diese imaginären Fasern sich auch vom Plasma trennen. Also entweder ist die Methode falsch oder die Interpretation. Wahrscheinlich beides. Des Weiteren spricht er von Dark Objects und sagt wieder, dass sie Amyloid nachgewiesen hätten. Wobei wir wissen, dass das so nicht ganz stimmt. Sowohl für einen Embolus als auch für einen Thrombus eigentlich ausschließt. Und darin konnten wir auch Spike-Proteine nachweisen. Wir konnten darin Amyloid nachweisen und wir konnten auch Fibrin nachweisen. Und damit haben wir die ersten 30 Minuten seines Videos angeguckt und ich bin mir sicher, dass es nichts nutzen würde, noch weitere 100 Fehler und Lügen aufzuzeigen. Es dürfte doch reichen, nicht wahr? Ich denke, es ist absolut klar, was der Herr erreichen will, aber das kann er tatsächlich nur bei Menschen, die ihr Gehirn schon komplett abgeschaltet haben. Es vergeht keine Sekunde dieses Videos ohne Lügen und Fehlinformationen. Es ist, wenn das überhaupt möglich ist, noch schlimmer als die ersten und ich kann es langsam wirklich nicht mehr glauben, dass das hier immer noch ein Publikum findet. Sollte noch etwas in diesem Video in den letzten 20 Minuten vorkommen, was die Rede wert wäre, schreibt es mir bitte in die Kommentare, ansonsten reicht es mir heute. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.